Ohne Kühlung würde unser tägliches Leben nicht mehr funktionieren. Aber wir wissen so gut wie nichts darüber. Beziehungsweise schenken dem Thema, außer vielleicht in den immer heißer werdenden Sommern, keine Aufmerksamkeit. Dass im Supermarkt die Kühlvitrinen nun Türen haben, haben wir vielleicht irgendwann schon registriert. Aber bestimmt nicht, dass man ohne Kühlung von Dezember bis Juli keinen deutschen Apfel kaufen könnte. Deutsche Äpfel, das versteht doch überhaupt niemand. Da denkt man doch gar nicht dran. Überall wird Kälte gebraucht. In der Gebäudeklimatisierung und als Prozesskälte in der kunststoffverarbeitenden Industrie, der Elektroindustrie und auch der Schwerindustrie. Und natürlich in der Nahrungsmittelherstellung. Viel elektrisch erzeugte Kälte heißt auch viel CO2. Wenn wir alle Anlagen modernisieren, können wir ja nicht mehrere Kraftwerke abschalten. Wir können die Anlagen komplett aus erneuerbaren Energien mit Energie versorgen und könnten damit die umweltrelevanten Zentralprojekte eigentlich auf null runterfahren. Nordostatlantik, 60 Seemeilen südlich von Island, Windstärke 2. Auf der Breki, einem hochmodernen Fischtrawler, herrscht emsiges Treiben. In den 2 Tagen, die das Schiff auf Fang ist, wurde das Netz 6-mal ausgeworfen und wieder eingeholt. Und unter Deck wird der bisherige Fang, überwiegend Rotbarsch, nach Art und Gewicht sortiert und anschließend in einem riesigen Kühlraum bei 0 Grad gelagert. Erster Schritt einer lückenlosen Kühlkette, damit der Fisch fangfrisch in die europäischen Supermärkte und Fischhallen gelangt. Die Fahrt war erfolgreich. Insgesamt 150 Tonnen Fisch werden eingebracht. Es geht zurück zum Heimathafen Vestmannaeyjar, einer kleinen Insel vor der isländischen Südküste. Dort ist bereits alles vorbereitet, um das Schiff zu entladen. Die Eismaschine läuft auf Hochtouren, denn die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Ein Teil des Fangs wandert in die Fischfabrik der Fischereigesellschaft. Bei 0 Grad Arbeitstemperatur wird dort der Rotbarsch filetiert, in einer riesigen Kältemaschine schockgefrostet und verpackt. Und anschließend bei minus 20 Grad bis zum Export als Tiefkühlware gelagert. Der andere Teil, der Fisch, den wir später als fangfrisch kaufen, wird noch einmal mit neuem Eis versorgt, bevor die Weiterreise im Kühlcontainer beginnt. Jeder dieser Container ist ein eigenes kleines Kühlhaus, versehen mit einer permanent laufenden Kältemaschine. Punktgenau läuft das Containerschiff ein. Die Container mit dem frischen Rotbarsch werden an Bord gehievt. Und schon geht es auf die 2000 Kilometer lange, 3-tägige Reise nach Rotterdam, wo der Container umgeladen wird, um einen Tag später den Großmarkt in Bremerhaven zu erreichen. Den größten deutschen Fischumschlagplatz. Riesige Kältemaschinen halten die Großmarkthalle auf minus 5 Grad. Der Importeur prüft die Ware. Ja, tipptopp. Und weiter geht es. Im Kühltransport in die ganze Republik oder gleich um die Ecke auf dem berühmten Fischmarkt. Ins Restaurant oder in die Fischhandlung. Moin. Guten Morgen. Was darf Schönes sein? Ich hätte gern 3 Stück Rotbarschfilet, bitte. Ohne Haut. Mache ich Ihnen fertig. Habe ich gerade filetiert. So. Bitte schön. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Schönen Tag Ihnen. Tschüss. Unauffällig ist die Kältetechnik. Man muss sie geradezu suchen. Große Anlagen verbergen sich auf den Dächern von Industriegebäuden, nur von oben sichtbar. Kältetechnik ist fast überall, ist unverzichtbar. Und sie ist ein Faktor für mehr Klimaschutz. Das Dorf Rühloh in Mecklenburg-Vorpommern. Wer etwas über Kältetechnik wissen will, kommt hierher, zu Jörn Schwarz, Vorstandsmitglied im Deutschen Kälte- und Klimatechnischen Verein und Berater des Bundesumweltministeriums in kältetechnischen Belangen. Und bei ihm zu Hause ist die Zukunft schon längst angekommen. Sein autonomer Rasenmäher, liebevoll Schröder genannt, weil er ständig in Bewegung ist, verursacht keine Stromkosten. Das Haus ist ein Passivhaus mit Solaranlage, die mehr Strom ins Netz speist, als für Licht, Warmwasser, Heizung und Klimatisierung gebraucht wird.
und Jörn Schwarz weiß, wie es in Deutschland um das Thema Kühlung steht. In Deutschland sind das ungefähr 16% des Elektroendenergieverbrauchs, die für die Bereitstellung von Kälte aufgewendet wird. Wir haben in Deutschland ungefähr 120 Millionen Kältemaschinen. Die meisten sind Kleinstmaschinen in Haushalten, also Kühlschränke, Tiefkühltruhen, so etwas. Dann gibt es sehr viele Autoklimaanlagen in Deutschland und ungefähr 3 Millionen kältetechnisch installierter größerer Kälteanlagen. Kälte spielt eine sehr große Rolle angesichts der Anzahl der Maschinen und angesichts des Energieverbrauches. Die 16% sind wirklich bedeutend. Der heimische Kühlschrank ist das letzte Glied einer aufwendigen Kühlkette, was man dem Rotbarsch gar nicht mehr ansieht. Selbst für Familien, denen Klimarelevanz viel bedeutet, ist Kühlung bislang kein Thema. Da ist zum Beispiel Caroline Hetzer und ihre Familie. Ihr Mann Knut, Szenenbildner fürs Theater, und der 17-jährige Sohn Philipp auf der Zielgeraden zum Abitur. Na ja, eine Klimaanlage brauchen wir nicht. Noch nicht. Außer im Auto. Und dann haben wir unseren Kühlschrank. Aber sonst? Ich weiß nicht mal, wie ein Kühlschrank funktioniert. Das Prinzip im Experiment. Ein Thermometer mit Temperaturfühler und Feuerzeuggas Isobutan aus einer Nachfüllflasche. Darin ist es flüssig, weil es unter Druck steht. Außerhalb der Flasche, bei Umgebungsdruck, verdampft es sofort und wird zu Gas. Die nötige Energie dafür kommt aus der Umgebungswärme. Der Effekt? Es wird kalt, wie das Thermometer zeigt. In einem Kühlschrank lässt sich dieser Wechsel, mal flüssig, mal Gas, beliebig oft wiederholen. Denn hier kann das Kältemittel nicht entweichen. Hat es gerade Wärme aufgenommen und dadurch Kälte erzeugt, ist es gasförmig. Ein elektrischer Kompressor setzt es nun unter Druck. Im Verflüssiger auf der Rückseite des Kühlschrankes kühlt das Gas ab und wird wieder flüssig. Jetzt kann es wieder verdampfen, Wärme aufnehmen und somit kühlen. Der Kreislauf beginnt von vorn. Ohne Kühlung gibt es keinen frischen Fisch zu Hause auf dem Esstisch. Und wie geht das mit den Äpfeln? Wie kommt es, dass man frische, heimische Äpfel das ganze Jahr über kaufen kann? Äpfel werden doch nur im Herbst geerntet. Und was darf es noch Schönes sein? Zu Großmutters Zeiten überwinterten die Äpfel im Keller. Doch das ist längst Vergangenheit. Fast. Im Franziskanerkloster zu Schwarz in Tirol sorgt Bruder Johann Josef dafür, dass die herrlichen Äpfel aus dem Klostergarten ihren gebührenden Platz in der jahrhundertealten Apfelstellage des Klosterkellers bekommen. Und dort bis in den Frühsommer gelagert werden. Aber die Äpfel sehen nicht ganz so aus wie die vom Supermarkt. Ja, das ist schon einiges anders. So schön sind sie nicht, aber dafür sind sie gut. Im Alten Land bei Hamburg, einem der großen deutschen Obstanbaugebiete, sind im März die Apfelbäume kahl. Die Äpfel, die von dort an den Handel geliefert werden, wurden bereits vor 7 Monaten geerntet und lagern seitdem in großen Kühlhäusern. Wir können hier die Äpfel bis in den Sommer lagern. Wir haben dort oben unter der Decke die Luftkühler. Damit wird die Temperatur abgesenkt. Und wenn der Raum voll ist mit den Äpfeln, senken wir den Sauerstoffwert auf ungefähr 1% ab. Dadurch wollen wir die Atmung der Äpfel reduzieren und kühlen die Früchte. Und dadurch kann man im Sommer knackig frische Äpfel kaufen. Die Sache mit den Äpfeln ist nur ein Beispiel. Heutzutage gibt es so gut wie keine frischen Lebensmittel ohne Kühlung, was einen mittelgroßen Supermarkt jährlich 30.000 Euro an Strom kostet. Die Sache mit den Äpfeln ist ein Beispiel auch dafür, dass Kühlung unbemerkt unseren Alltag bestimmt. Auch beim Surfen im Internet. Knut Hetzer kann sich nicht vorstellen, dass das etwas mit Kühlung zu tun hat. Nee. Warum Kühlung? Ich finde, das Ding wird immer zu warm und dann hat es ein Gebläse und kühlt es wieder. Achso, das verbraucht natürlich Strom. Sonst? Es geht um die Inhalte auf dem Bildschirm.
Wenn Philipp online spielt und chattet, greift er auf Daten in Serverparks zu, die für ihre Kühlung riesige Strommengen fressen. Und wenn Caroline und Knut Filme streamen, wird dafür in einem fernen Serverpark Strom verbraucht. Weltweit ungefähr 200 Milliarden Kilowattstunden. Das bedeutet 100 Millionen Tonnen CO2. Die Menschheit wandelt sich zum Homo digitalis. Die Internetnutzung nimmt rasant zu. Serverparks mit moderner Kältetechnik zu betreiben, allein das wird nicht ausreichen. Überall braucht man Kältetechnik, von der Wiege bis zur Bahre. Weltweit sind das ungefähr 3,5 Milliarden Kältemaschinen. Wenn man die richtig einstellen würde, richtig regeln würde mit adäquater neuer Regelungstechnik, dann könnte man 25-30% Energie, Antriebsenergie und das ist Elektroenergie, sparen. Die Wirklichkeit sieht in Deutschland ganz anders aus. Hier sehen wir die Treibhausgase-Emissionen von 1990 bis 2017. Und hier sind in blauen Punkten die Ziele für die Jahrzehnte jeweils eingezeichnet, 20, 30, 40, 50. Und wir sehen, dass wir hier im Jahr 2017 schon 13% über dem damaligen Sollwert sind und dass wir 2020 nicht mehr erreichen können und den Wert für 2030 noch viel weniger. Die Maßnahmen, die bisher ergriffen worden sind, reichen nicht aus, um diese Zwischenziele zu erreichen, von den Endzielen ganz zu schweigen. Es muss viel, viel mehr und viel, viel schneller passieren. Auch wenn die Politik die selbstgesetzten Klimaziele bisher verfehlt, gibt es jedoch viele Unternehmen, die die Sache selbst in die Hand nehmen. Klimaschutz und profitable Geschäftsmodelle? Längst kein Widerspruch mehr. Der Energieberater Willem Mergel plant mit seinem Ingenieurbüro moderne Kälteanlagen, die wesentlich sparsamer arbeiten und mit natürlichen Kältemitteln die CO2-Belastung verringern. Außerdem hat er ein Messgerät für die Arbeit vor Ort entwickelt, um Kälteanlagen zu prüfen. Und er engagiert sich bei der Kälteinnung, damit junge Meister geschult werden, klimaschutzrelevante Anlagen zu bauen. Doch das braucht Zeit. Es ist nicht von heute auf morgen zu machen. Das heißt, wir haben mehrere hunderttausend Anlagen. Alles zu komplett zu überarbeiten, zielgerichtet, würde 20 Jahre dauern. Mit dem Bestand an Betrieben, wir haben. Das heißt, wenn Sie im Bereich Kälte arbeiten wollen, Sie werden nicht arbeitslos. Garantiert nicht. Einer von Mergels Auftraggebern, die Bauer Funken GmbH, ist ein Familienbetrieb, der für Großküchen kochfertige Frischgemüse produziert. 80 Mitarbeiter, darunter viele Immigranten und Geflüchtete, die auf Firmenkosten Deutschkurse bekommen. Und es herrscht hoher Kühlbedarf. Die Höchsttemperatur in allen Räumen liegt bei 2 bis 12 Grad. Doch ob die uralten Kühlanlagen noch zeitgemäß sind, ist zweifelhaft. Firmengründer Georg Funken und seine Tochter, Juniorchefin Eva Funken, beäugen skeptisch die Messungen des Technikers. Aber sie sind entschlossen, in die Zukunft zu investieren, auch wenn es um viel Geld geht, das eine Neuanlage kosten wird. Das Ganze beläuft sich auf ungefähr drei Viertel Millionen. Also 750.000 ist schon heftig. Ne? Da hatten noch ein paar Jahre dran zu knabbern, um das Ganze wieder reinzuwirtschaften. Naja, also wir gehen davon aus, dass das eine Einsparung von 30% ist. Das heißt, wir rechnen damit, dass wir ja, ca. 5.000 Euro im Monat an Energiekosten einsparen können. Das ist, was Nachhaltigkeit angeht, ganz, ganz oben angesetzt. Und da geht es einfach drum. Ja? Man muss und man will was Gutes auch auf sich gesehen, gerade auch für unsere Umwelt machen. Ja? Denn wir als Menschen sind noch ganz viele Jahre auf dieser Erde, hoffen wir zumindest. Und wir wollen unsere Umwelt nicht kaputt machen. Dann zerstören wir uns selbst. Nur 30 Kilometer weiter, bei der Großbäckerei Kamps, ist bereits eine neue, klimafreundliche und hochmoderne Anlage in Betrieb. Eine Millioneninvestition. Gleichzeitig eine bedeutende Stromersparnis. Und, es hat sich überall herumgesprochen, der gute Ruf eines Unternehmens hängt mittlerweile auch davon ab, wie klimafreundlich es produziert. Allein über 100 Millionen Brötchen, die hier pro Jahr schockgefrostet werden. Ungefähr die Hälfte unseres gesamten Stromverbrauchs in der Produktion, das sind im Jahr ungefähr 500.000 Euro, benötigen wir für die Erzeugung von Kälte.
Durch die neue Technik rechnen wir damit, etwa 100.000 Euro im Jahr einsparen zu können. Und anstelle der bisherigen benutzten F-Gase verwenden die neuen Anlagen natürliche Kältemittel, die bei Leckagen deutlich weniger klimaschädlich sind. Aber es gibt immer noch Nachteile. Manche sind zum Beispiel brennbar oder giftig. Seit kurzem jedoch gibt es eine Alternative. Sparsam, problemfrei und absolut klimaneutral. Das Kältemittel Wasser. Wie das funktioniert, demonstriert Professor Kaufeld von der Hochschule Karlsruhe für Technik und Wirtschaft. Ein Glas kaltes Wasser mit einem Temperaturfühler und einem Thermometer. Das Ganze unter einer Vakuumglocke. Druckanzeiger und eine Pumpe, die die Luft entzieht und dadurch den Luftdruck senkt. Der Druck läuft jetzt runter, Temperatur bleibt aber konstant. Und wenn der Druck gleich tief genug ist, ja, jetzt kommen die ersten Bläschen, fängt das Wasser an zu sieden. Temperatur ist noch 21 Grad. Wenn wir es noch einen Moment laufen lassen, wird die Temperatur langsam abnehmen, weil jetzt ja Wasser verdampft. Durch das Verdampfen von dem Wasser wird dem restlichen Wasser in dem Becher Wärme entzogen und dadurch kühlt er sich ab. Ein findiges Start-up-Unternehmen bei München will nun diesen seit 200 Jahren bekannten Effekt für Kältemaschinen nutzen. Eine Art Revolution. Denn die gesamte Kältebranche setzt bisher ausschließlich Kältemaschinen ein, die mit Druck funktionieren. Also der Unterschied zwischen uns und der normalen Kältetechnik ist, dass wir mit ganz normalem Wasser arbeiten, also in dem Fall tatsächlich Leitungswasser. Und die Idee dieser Maschine ist, dass wir das Wasser im Vakuum verdampfen, dadurch die Kälte erzeugen. Allerdings, das E-Chiller-System kann nur im Temperaturbereich deutlich über 0 Grad eingesetzt werden. Da aber ist es sehr effizient. Die wesentlichen Vorteile der Maschine, die liegen darin, dass wir zukunftssicher und sehr umweltverträglich sind. Und gleichzeitig als zweiten Benefit nur ungefähr ein Fünftel bzw. 20% der Energie verbrauchen, die eine normale Kältemaschine gleicher Leistung nehmen würde. Es ist ein langer und komplizierter Weg, bis aus einer Geschäftsidee zunächst eine Konstruktionsskizze und danach eine marktfähige und vor allem verlässliche Maschine wird. Und, essentiell für ein Start-up, mit dem Vertrauen darauf, dass es den E-Chiller auch in 10 Jahren noch gibt. Große Firmen wie zum Beispiel Gardena oder Siemens haben den E-Chiller deshalb gekauft, weil mit dem Kältemittel Wasser sämtliche Diskussionen über Klima- und Sicherheitsrisiken wegfallen. Immer mehr Unternehmen setzen sich nach ihren Möglichkeiten für den Klimaschutz ein und investieren damit auch in die eigene betriebliche Zukunft. Bei Siemens kühlt der E-Chiller eine sensible Lötstraße, die exakt 15 Grad Umgebungstemperatur braucht. Schwankt die Temperatur oder die Kühlung fällt ganz aus, steht die gesamte Produktion still. Das ist genau der Grund, warum viele Unternehmen scheuen, eine neue, noch wenig erprobte Technik anzuwenden. Obwohl die Idee mit dem Wasser so viele Preise gewonnen hat. Viele etablierte Kältemaschinenbauer bleiben skeptisch. Seit Jahrzehnten haben sie mit Kompressionsmaschinen Erfolg. Einer, der sich vom Vakuumprinzip doch hat überzeugen lassen, ist Steffen Klein. Wir Kältemenschen sind Überdruckmenschen und Wasser ist im Vakuum. Und diese Schranke im Hirn haben wir nie überwunden. Das ist aber einfach. Bei neuen Technologien gibt es immer große Widerstände. Am Anfang werden sie verlacht, dann werden sie bekämpft und dann werden sie hofiert. Immer das Gleiche. Aber sie stoßen da nicht auf offene Ohren. Die Politik versteht es nicht. Superkomplexe Technologie, wie sollen sie es verstehen? Ich habe neulich mit unserem Umweltminister gesprochen. Der weiß gar nicht, von was ich rede. Wie auch? Ist er nicht böse? Wie soll er es denn wissen? Aber Wasser als Kältemittel, umweltschonend, verträglich für Mensch, Tier, Umwelt. Ein Kältemittel, das vom Himmel fällt, damit für uns eine ganz tolle Perspektive. Das sehen wir in der nahen Zukunft als unseren treibenden Faktor für unser Geschäft. Und wir werden da auch weiterhin investieren und uns engagieren. Und Steffen Klein macht es mit einem solarstromgespeisten E-Chiller vor. Eine Klimaanlage für seine Büros ohne jede CO2-Belastung, ohne Energiekosten. Die Stromersparnis liegt bei 30.000 Kilowattstunden pro Jahr, etwa 7.000 Euro, entspricht 12 Tonnen CO2-Reduzierung und ca. 40 gepflanzten Bäumen. Familie Hetzer wäre schon froh, wenn ihr Kühlschrank, der seit 15 Jahren wacker seinen Dienst verrichtet, weniger Strom verbrauchen würde. Ein Energielabel lässt sich nicht mehr finden. Immerhin steht er frei und damit gut belüftet.
Aber der schwarze Kühlmittelverflüssiger an der Rückwand ist völlig verstaubt. Das kostet Energie. Knut macht sich auf, ein Strommessgerät zu leihen. Jede Stadtbücherei hat das. Da rein, und das geht ziemlich schwer. Ja, siehst du, das ist unser Tarif, der 0,27. Morgen früh sehen wir dann, was wir verbrauchen. 24 Stunden später kommt der Augenblick der Wahrheit. 1,156 Kilowattstunden in 24 Stunden. Das sind im Jahr... Ja, das ist an die 400. 400 Kilowattstunden pro Jahr, das erscheint sehr viel. Vielleicht muss doch ein modernes AAA-Neugerät herbei. Moment, hier. Jährlicher Energieverbrauch 175. Das ist schon besser, ne? Kälte kann auch mehr. Solar- und Windkraftanlagen generieren oft mehr Strom, als gerade verbraucht wird. Sie müssen dann vorübergehend abgeschaltet werden. Es sei denn, der Strom lässt sich irgendwie speichern. Warum dann eigentlich nicht gleich auch in Form von Wärme oder eben Kälte? Ein Projekt der Technischen Universität Berlin, genannt Smart Grid, befasst sich genau damit. Smart Grid bedeutet schlaues Netzwerk. Und alles im Smart Grid ist mit Strom, Kälte, Wärme und Datenleitungen vernetzt, wird digital gesteuert. Die Energieerzeuger, die Energiespeicher, eine Steuerzentrale und natürlich die Nutzer. In den Kellern der TU wurde dafür ein aufwendiges Versuchslabor installiert. Alle Komponenten des smarten Netzwerks lassen sich hier simulieren. Zum Beispiel Windkraft- oder Photovoltaikanlagen, einschließlich unterschiedlicher Wetterbedingungen. Dann Verbraucher wie Kühlschränke, Elektroherde, Durchlauferhitzer. Die Steuerung des Labors wird von Professor Kai Strunz und seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern und Doktoranden koordiniert. Die Bereitstellung erneuerbarer elektrischer Leistung aus Windkraft und Photovoltaik ist nicht immer verfügbar, da der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint. Da wir diese Fluktuation auf der Erzeugungsseite haben, ist es gut, wenn wir auf der Nachfrageseite Flexibilität schaffen. Und genau hier setzt unsere Lösung an. Das heißt, wir haben die Brücke hergestellt zwischen der elektrischen Energieseite sowie der Wärmeseite und der Kälteseite. Am Technologiepark Adlershof ist das Modell des Smart Grids verwirklicht worden. Auf den Dächern und Fassaden Photovoltaikanlagen. Eine Versuchsanlage, die solargestützt Wasserstoff generiert. Ein Blockheizkraftwerk mit Wärmespeichern und eine zentrale Kältemaschine mit Eisspeicher. Wissenschaftliche Mitarbeiter der TU halten das Smart Grid am Laufen. Also so sieht der Eisspeicher von innen aus. Das Wasser außerhalb der Schläuche gefriert zu Eis. Und wir haben dann, wenn der Speichervorgang abgeschlossen ist, einen massiven Eisblock im Behälter. Das Speichern von Kälte in Eis ist besonders attraktiv, weil der Übergang, den das Wasser durchlebt, um zu Eis zu werden, besonders viel Energie speichern kann. Wir speichern die Kälte über 7 Stunden während der Nachtzeiten ein und können dann das gesamte Kältenetz über den vollständigen Arbeitstag versorgen. Aber auch die Abwärme der Kälteanlagen lässt sich nutzen. Das hat jahrzehntelang niemanden interessiert. Die Debatte um mehr Klimaschutz hat das geändert. Jetzt geht es um bestmögliche Energieeffizienz. Wir verwenden hier in unserem System Abwärme, die normalerweise weggeschmissen wird. Und diese erwärmte Luft führen wir durch unseren Desorber. Das ist eine große Austauschfläche zwischen unserer Salzlösung. Die besteht aus 1/3 Salz und 2/3 Wasser. In diesem Gerät wird die Sohle eingedickt. Das heißt, der Salzanteil steigt, der Wasseranteil verringert. Und im Prinzip funktioniert es genau wie ein Wäschetrockner. Das hat Marco Dörschel in der Großwäscherei nur einen Häuserblock weiter hellhörig gemacht. Denn in seinem Betrieb herrscht gewaltiger Trocknungsbedarf.
während gleichzeitig seit Jahren die ganze Wärme verpufft. Und gibt es da jetzt schon was serienreif ist, was wir hier in unserem Standort verwenden könnten? Wir sind noch in der Forschung, aber manchmal ist es dann auch nur noch ein kleiner Schritt. Das heißt, vielleicht noch ein halbes Jahr, vielleicht noch ein Jahr und dann könnten wir es Ihnen gerne anbieten. Sobald es irgendwas serienreifes für unsere Branche gibt, das unsere Arbeit verbessert, erleichtert, kostengünstiger macht und umweltschonender, sind wir natürlich dabei. Da ist Professor Kaufeld mit seinen Studierenden in Karlsruhe schon weiter. Der Prototyp einer Kältemaschine, bei der auch die Wärme genutzt wird, bewährt sich bereits im harten Praxistest. Das war eine Idee von zwei Studierenden. Wir wollen eine Weißwurstwärmepumpe bauen. Und das haben die dann gemacht. Im Prinzip auch wieder ein Kühlschrank. Das Bier wird kalt gemacht. Und die ganze Wärme, die beim Kühlschrank hinten einfach an die Küche abgegeben wird, nutzen wir hier, um Würstchen warm zu machen. Gleichzeitig die Abwärme einer Kältemaschine zu nutzen, das machen bereits etliche Supermärkte. Über den einst einstöckigen Gebäuden errichten sie Wohnungen, die mit der Abwärme der Kühlvitrinen geheizt werden. Der Druck, endlich mehr für den Klimaschutz zu tun, bringt auch diese doppelte Nutzung voran. Dabei sind Kältemaschinen seit langem im Einsatz, um Wärme zu erzeugen. Sie heißen dann Wärmepumpen. Und sie sind einzigartig. Keine andere Maschine bietet eine derart hohe Energieeffizienz oder Leistungseffizienz. Denn ungefähr 300% der aufgenommenen elektrischen Antriebsenergie wird bei einem Wärmepumpenbetrieb als Wärme zur Verfügung gestellt. Und wenn wir zukünftig immer weniger Öl zur Verfügung haben und auch in etwas späterer Zukunft immer weniger Gas zur Verfügung haben, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als die Wärme, die Niedertemperaturwärme, die wir brauchen für Raumheizung und Warmwasser, mit Wärmepumpen zur Verfügung zu stellen und nicht nur wie bisher durch das Verbrennen von fossilen Energieträgern. Und damit könnte man ungefähr 80% der bis jetzt emittierten CO2-Emissionen vermeiden. Man müsste es nur machen und es müssten politische Entscheidungen gefällt werden, die dahin führen, dass Häuslebesitzer motiviert werden, solche Techniken zu installieren und zu betreiben. Und Caroline und Knut? Sie haben sich für einen neuen Kühlschrank entschieden. Pro Jahr sparen sie damit gut 60 Euro und 83 Kilo CO2. Sämtliche alten Kühlschränke in Deutschland auszutauschen, würde ein halbes Kohlekraftwerk überflüssig machen. Nur durch neue Kühlschränke. Alle anderen veralteten Kälteanlagen zu erneuern, brächte uns unserem Klimaschutzziel ein großes Stück näher.